pünktlich schaffen. Ich muss es pünktlich schaffen. Ich muss 10 Minuten früher da sein. Ich muss 10 Minuten früher da sein. Das Haarspray muss halten. Das Haarspray muss halten. Pünktlich. Aber das war hart. Langer Hals zahlt sich mal wieder aus. Ihr wollt mich wohl veralbern. Gibt's ein Problem, Shani? Sagt mir, dass ich nicht die Einzige bin, die den Abgabetermin für die Naturwissenschaftsarbeit verpennt hat. Diese neue, umwerfende Tasche mit zur Schule genommen und meine Hausaufgaben nicht eingepackt. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das ist der schlimmste Tag aller Zeiten. Oh, kommt schon, Mädels. Vergesst nicht, dass wir mit dem Raketenexperiment immer noch eine gute Note bekommen können. Und dieses Schuljahr ist ja auch noch nicht zu Ende. Fühlt es sich so an, gnadenlos zu scheitern? Ein kleiner Schritt für uns Mädchen. Ein riesiger Schritt für die Littleton-Schule. Oder so. Die Details besprechen wir später. Shani, bist du bereit abzuheben? Ei, Antwort positiv, Captain. Außerdem habe ich noch ein paar weltraummäßige Wortspiele eingebaut, die ich noch so auf Lager hatte. Könnten uns die Wortspiele vielleicht ein paar Extrapunkte einbringen? Sieht so aus, als könnten wir sie gebrauchen. Keine Sorge. Ich habe immer einen Extra-Akku dabei für den Fall, dass... Oh nein. Was ist los, Shani? Der Akku. Er ist zu Hause. Oh Mann. Ein Moment. Shani, wie groß ist der Schaden? Er ist nicht riesengroß, eher klitzeklein. Jemand in Mäusegröße könnte den Motor neu verkabeln. Oh ja! Mädels, ich mach das schon. Und klein! Offiziell fest. In vielerlei Hinsicht. Wir müssen irgendwie aus diesem Schlamassel rauskommen. Ich ziehe schon so fest ich kann, Layla. Ich schwöre. Nein, Shani. Sie meint heute. Oh, klar. So einen miesen Tag hatte ich nicht, seit die 2. Staffel meiner Lieblingsserie abgesetzt wurde. Das war ein wirklich finsterer Tag. Warte mal eben. Shani, was hast du gerade gesagt? Dass meine Lieblingsserie abgesetzt wurde? Nein. Davor. Oh. Das war der letzte miese Tag, an den ich mich erinnere. Ganz genau. Polly, wovon redest du da bitte? Miese Tage. Sie
dauern nicht ewig. Shani hatte ihren miesen Tag, klar. Ihre Lieblingssendung wurde abgesetzt. Aber das hat nicht bedeutet, dass von da an alle Tage mies waren. Es besteht immer die Möglichkeit, dass das morgen besser wird. Also, sollten wir heute alle früh ins Bett gehen, damit der neue Tag schneller da ist? Naja, nicht so wortwörtlich. Aber mit dem Wissen, dass morgen alles besser werden kann, geht es mir jedenfalls schon viel besser. Polly hat recht. Ich hatte seitdem viele, viel bessere Tage. Außerdem gibt's noch ganz viele andere tolle Serien. So ist es. Hallo zusammen, Polly hier. Heute schmeiße ich eine ganz besondere Party für einen ganz besonderen Fellfreund. Ganz genau. Wir feiern eine Welpenparty für Peaches und all ihre niedlichen Hundefreunde. Bist du bereit für einen lustigen Tag im Park? Herzlich willkommen zu Peaches Welpenparty! Wir haben einen tollen Tag für die Putenfreunde geplant mit einer großen Abschlussüberraschung. Wow, Polly, du bist die beste Welpenpartyplanerin, die es je gegeben hat. Sag das mal schnell hintereinander. Das stimmt. Oh ja, ich bin schon so gespannt auf die Überraschung. Ihr werdet es sehen. Los geht's. Muss die große Überraschung sein. Bin gleich wieder da. Das ist leider nicht die Überraschung, die ich mir erhofft hatte. Naja, unsere große Überraschung stellt sich gerade als Mini-Katastrophe heraus. Polly, sie ist nicht Mini. Sie ist winzig. Ja, dieses Problem sollte nicht so groß sein für Polly Pocket. Und klein. Froh, dass mir meine Freundin geholfen haben, diesen Tag zu retten. Denn diese Party war tierisch perfekt. Findest du nicht auch, Peaches? Hallo zusammen. Laila hier, Gastmoderatorin des heutigen Vlogs. Und ratet mal, was wir heute vorhaben. Ein Sonntagsausflug. Und ich habe im Park eine kleine Überraschung für Polly, Shani und unsere Tiere. Kommt mit! Herzlich willkommen zu meinem Sonntagsausflug. Ich bin heute Nachmittag eure Chefin. Du bist heute unsere Organisatorin? Ich bin eure Chefin für Überraschungen. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr und eure Lieblinge ein unvergessliches Erlebnis habt. Ja! Also, was machen wir denn nun mit all den Farben? Schön, dass du fragst, Polly. Denn wir malen heute Tierporträts. Komm schon, Peaches. Sitz still. Ich kann dich nicht malen, wenn du dich bewegst. Peaches!
Entschuldige, Laila. Dein Sonntagsausflug hat sich leider ganz anders entwickelt als erwartet. Wir haben noch ein bisschen Farbe übrig. Aber es wird vermutlich nicht reichen. Es sei denn, wir malen Mini-Tierporträts. Großartige Idee. Laila, du bist die beste Erlebnisspaßorganisatorin. Und rein! Spaßiger Sonntagsausflug und ich liebe unsere Mini-Porträts. Das freut mich sehr. Und auch wenn es toll ist, etwas zu planen, macht es doch am meisten Spaß, etwas Neues auszuprobieren. Oder, wie in unserem Fall, sich in Farbe zu wälzen. Hallo zusammen, ich bin's Polly. Ratet mal, wer gerade sein großes Wissenschaftsprojekt abgeschlossen hat. Juhu! Jetzt genießen wir den Rest des Tages an einem ganz besonderen Ort. Es wird auf jeden Fall magisch. Wir reisen mit euch in den Freizeitpark und erforschen alle Attraktionen. Und klein! Und klein, Reisespaß! Wow, was ist denn hier los? Ich glaube, wir sind auf einem Eiscreme-Wettbewerb. Guckt euch all diese coolen Geschmacksrichtungen an. Zuckerwattentraum, Fruchtgummisensation, Schokogoldüberraschung. Minzkirschjubel. Das muss ich unbedingt probieren. Nun sag schon, wie schmeckt es? Lecker. Es ist genau die richtige Menge an Minze und Kirsche. Deine Zunge sieht auch aus wie eine Minzkirsche. Das muss magische Eiscreme sein. Bitte einmal die Schokogold-Überraschung. Oh. Hallo, Prinzessin Rain. Schön, dich hier zu sehen. Ich möchte unbedingt dein Eis probieren. Das geht leider nicht, Mädels. Denn ich habe eine magische Zutat für meine Regenbogenstreusel-Überraschung zu Hause vergessen. Und ich kann meinen Stand nicht verlassen, sonst werde ich vom Wettbewerb ausgeschlossen. Kein Problem. Wir holen die Zutat für dich. Dankeschön, aber sie ist nicht leicht zu finden. Meine magischen Streusel sind hinter dem dritten Regenbogen auf der rechten Seite versteckt, gleich hinter dem fünften Einhorn links. Alles klar. Dritter Regenbogen gespeichert. Und los geht's. Es kann ja nicht so schwer sein, ein Regenbogen. Gut. Lasst uns die Streusel suchen. Das muss es sein. Dritter Regenbogen von rechts. Ist doch ganz einfach. Gerade noch rechtzeitig. Danke, Mädels. Die Gewinner werden bald bekannt gegeben. Lecker. Es schmeckt so glitzerig. Eindeutig mein Favorit. Zeit für ein Selfie? Ja, eine coole Erinnerung an unser magisches Reisespaß im Mini-Format-Abenteuer. Bis dann. Hallo zusammen, Polly hier. Willkommen zurück auf meinem Vlog. Wir haben herausgefunden, wie man in die Karte reist. Also, ratet, was heute auf dem Plan steht. Wir erforschen den nächsten Ort auf der Karte. Woohoo! Und klein! Wartet, wo geht es diesmal hin? Dahin? Zur Saftbox? Und klein Reisespaß! Wow, wir
sind im tropischen Regenwald. Wie cool. Kundschaften wir ihn aus. Und da. Jeder von uns hat einen Roller. Ich nehme den pinken. Ja! Was ist das da drüben? Das muss die Saftbox auf der Karte sein. Das ist ein tropisches Clubhaus mit einer Tiki-Hütte. Und echt richtig guter Musik. Hört mal den Beat. Das ist der perfekte Ort zum Abhängen und Chillen. Aber wie sollen wir über den Fluss kommen, um die Hütte zu erreichen? Das Wasser ist zu tief, um es zu Fuß oder mit unseren Rollern zu überqueren. Gucken wir am Ufer, ob wir eine Stelle finden, wo der Fluss flacher wird. Seht euch diese schönen Steine an. Vielleicht markieren sie eine flache Stelle zum Überqueren. Seltsam. Das erinnert mich doch an irgendetwas. Das ist unglaublich. Das muss unbedingt auf meinen Vlog. Ich hab's. Die klingen genau wie die Musik aus der Saftbox-Tiki-Hütte. Interessant. Lasst uns die Musik aus der Saftbox nachspielen. Oh, was ist das? Ich schätze, das ist das ideale Gefährt, um den Fluss stilvoll zu überqueren. Das ist so unglaublich. Toller Rhythmus, Polly. Ja, natürlich. Oma war hier. Musik, magische Edelsteine und meine besten Freundinnen. Wir sehen uns nächste Woche für mehr Reisespaß im Mini-Format. Peaches! Peaches! Komm schon! Schneller, mein Lieber! Peaches könnte in der Nähe vom Van sein. Wir müssen sie finden. Beeilen wir uns. Wir könnten ganz in der Nähe sein. Peaches! Bell, wenn du mich hören kannst! Komm zurück, Peaches! Komm schon, folge dem Van! Schneller! Schnell! Verstecken wir uns! Peaches hatte heute einfach keine Lust auf Eis. Das klang ja wie Shani. Ich muss rausfinden, was da los ist. Vielleicht kann sie mir helfen, Peaches zu finden. Danke fürs Mitnehmen, Kumpel. Gib mir die Münze zurück! Mal gucken,
ob ich helfen kann. Überraschung! Was machst du denn da drin? Na, dir helfen natürlich. Kannst du auf den Münzschlitzmechanismus zugreifen? Kein Problem. Danke, Polly. Du bist die Beste. Mal gucken, ob ich das Spiel auch wieder flott kriege. Ich würde sagen, das hat geklappt. Polly, pass auf! Danke, Shani. Lust auf einen Frozen-Joghurt, nachdem ich dich gerettet habe vor dem Sorbet? Nein, danke. Ich glaube, ich hatte heute wirklich genug Abenteuer, die mit Eis zu tun hatten. Was meinst du damit? Bevor ich dich getroffen habe, habe ich auf einem Hund den Eiswagen verfolgt. Was? Wieso? Peaches ist von zu Hause ausgebüxt. Oh nein! Ich habe überall gesucht. In den Straßen, im Park. Aber ich kann sie nicht finden. Sie ist schon einige Stunden weg. Langsam mache ich mir Sorgen. Ich hoffe, dass ihr nichts passiert ist. Wir finden sie schon, Polly. Wir brauchen mehr Leute, die nach ihr suchen. Vielleicht können wir sogar Poster aufhängen. Oh, das ist eine tolle Idee. Hast du das auch gehört? Vielleicht ist es Peaches. Wer auch immer das ist, klingt, als bräuchte er Hilfe. Komm mit,